In diesem Haus wohnen Frauen, deren Leben in Gefahr ist. Er hat seine Familie angerufen und hat gesagt, ich habe sie so totgeschlagen, sie blutet jetzt wie ein Schwein. Zu Hause waren sie nicht mehr sicher. Weiß er denn jetzt schon, dass ihr weg seid? Ich glaube schon. Ich hatte richtig Adrenalin. Ich habe gestern angefangen zu zittern. Und die Säcke habe ich alle unter dem Keller versteckt, dass er das nicht sieht. Die Gesichter der Frauen wollen wir nicht zeigen, zu ihrem Schutz. Aber sie erzählen uns ihre Geschichten. Mit anderen Menschen ist er sehr nett, der perfekte Mann auf der Welt. Und wenn wir die Tür zumachen, dann wird er wie ein Teufel. Jetzt bin ich 66 Jahre, war schon selbstständig, habe schon Kinder erzogen. Und was bleibt mir? Ich habe nichts. Sie bekommen hier Hilfe, um sich ein neues Leben aufzubauen. Mir hilft es zu wissen, dass die Frauen die Gewalt hinter sich gelassen haben und dass das, was die Frauen mir erzählen, eine Vergangenheit ist. Das bin ich, Kira. Eine Woche verbringe ich in einem Frauenhaus. Dass ich hier sein darf, ist nicht selbstverständlich. Was bedeutet dieser Ort für die Frauen? Und schaffen sie den Schritt in ein Leben ohne Gewalt? Morgen! Hallo, ich bin Kira. Hi. Jeden Montag gibt es eine Hausversammlung. Seit mehr als 10 Jahren leitet die Sozialarbeiterin Alexandra das Frauenhaus. Herzlich willkommen zur Hausversammlung. Wir haben ein neues Gesicht in unserer Runde, das ist Kira. Die wird uns eine Woche begleiten, um zu sehen, wie ist das Leben im Frauenhaus. Mhm. Herzlich willkommen, Kira. Dankeschön. Tag 1 für mich im Frauenhaus. Irgendwo im Südwesten. Wo genau wollen wir nicht sagen, um die Frauen zu schützen. Sie alle haben seelische oder körperliche Gewalt durch ihren Partner erlebt. Ich habe lange gedacht, dass das Thema häusliche Gewalt mit mir persönlich nichts zu tun hat. Doch kurz vor meiner Woche im Frauenhaus hat mir eine Freundin gestanden, dass auch sie betroffen ist. Warum haben sich die Frauen entschieden, in ein Frauenhaus zu kommen? Und wie hilft es ihnen dabei, neu anzufangen? Wie lange seid ihr alle schon hier? 6 Monate. Ja. Du bist auch mehr als ich, oder? Ich 9 Monate. 9 Monate? Ich bin 3 Monate. Dass Frauen mehrere Monate hier bleiben, ist keine Seltenheit. Denn sie müssen sich oft ein ganz neues Leben aufbauen. Neue Wohnung, neuer Job, neue Stadt. 2 Etagen weiter oben. Von den Mitarbeiterinnen weiß ich, dass Katharina, so nennen wir sie für diesen Film, besonders massive Gewalt erlebt hat. Das ist meine Küche. Sie wohnt hier mit ihrer 2-jährigen Tochter Emma. Wir machen unsere Sachen. Das ist unser Zimmer. Hier schlafen wir, hier spielen wir, hier essen wir. Wir haben versucht, hier ein bisschen gemütlich zu machen. Ja. Wie war das für Sie, jetzt hier in so einen neuen Ort kommen, den Sie überhaupt nicht kennt? Ich glaube, sie hat gar nicht verstanden, dass wir haben andere Wohnungen jetzt. So wie war, so ist das jetzt. Was ist so zu eurem Leben vorher? Was fühlt sich jetzt anders an? Alles anderes. Wir machen, was wir wollen. Wir gehen, wohin wir wollen. Wir waren so zu Hause, ich kann sagen, so gesperrt. Eingesperrt. Ja. Jetzt wir haben Freileben. Freiheit. Ja. Wie beiläufig Katharina mir das erzählt hat. Sie waren eingesperrt. Was das konkret heißt, traue ich mich noch nicht zu fragen. Das Frauenhaus hat 3 Etagen und Zimmer für 7 Frauen. Ein Zimmer steht gerade leer. Und das hier wird jetzt neu gemacht? Genau, das wird gestrichen. Los. Ja, schon abgenutzt wieder die Farbe. Und dann wird ein neuer Boden verlegt. Normalerweise könntet ihr das jetzt sofort wieder besetzen? Ja, und dann ist das auch direkt wieder belegt. Also oft haben wir schon vorher Anfragen und die Frau weiß dann schon, wann es frei wird und wartet auf den Platz. Es gibt zu wenig Plätze, eigentlich sind die Frauenhäuser immer alle voll.
Es gibt rund 380 Frauenhäuser in Deutschland. Doch die reichen nicht aus, um jeder Frau, die von Gewalt betroffen ist, einen Platz zu geben. Es fehlen tausende Plätze, vor allem auf dem Land. In diesem Frauenhaus können auch Frauen mit Kindern einziehen. Das ist nicht selbstverständlich. Wissen denn die Nachbarn, was hier für Frauen leben? Manche Nachbarn, nicht alle. Aber es gibt schon Nachbarn, gerade die, die schon sehr lange hier wohnen, die wissen das. Kann das eine Gefahr sein? Ich sehe die Nachbarn eher als Schutzfaktor. Also wenn hier mal richtig was los ist, Rambazamba ist, dann rufen die auch die Polizei, wenn das nötig ist. Das Haus ist als normales Wohnhaus getarnt. Es stehen fiktive Namen auf dem Klingelschild. Es gibt auch Überwachungskameras. Denn es besteht immer die Gefahr, dass Männer hier auftauchen könnten. Wie sicher ist es hier oder wie sicher fühlst du dich auch hier? Also ich fühle mich hier sicher und das ist auch wichtig, weil ich muss ja auch den Frauen vermitteln, dass sie sich hier sicher fühlen können. Also gerade in der Anfangsphase ist diese anonyme Sicherheit auch wichtig, weil es ist schon auch statistisch belegt, dass gerade so eine Trennungsphase nochmal ein ganz hohes Risiko birgt, was körperliche Übergriffe oder auch Ermordung von Frauen angeht. Das ist eine ganz kritische Zeit. In welchem Zustand kommen die Frauen hier an? Man kann mir vorstellen, dass die ja komplett traumatisiert hier ankommen. Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Frauen sind total gut organisiert, haben alles gut vorbereitet und zeigen sich nach außen sehr stark. Manche sind auch total durch den Wind erstmal. Viele sind sehr müde und erschöpft und haben ein großes Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Manche haben auch körperliche Verletzungen. Manchmal brauchen wir auch dann erstmal eine medizinische Abklärung, wenn die Frau herkommt. Konkret kann das heißen gebrochene Knochen oder Platzwunden. Weniger offensichtlich sind dagegen die seelischen Verletzungen. Mein zweiter Tag. Das Frauenhaus hat eine Spende erhalten, ein Bällebad für die Kinder. Eigentlich alles, was das Haus wohnlich macht, finanziert ein Förderverein. Geschafft, yay. Okay. Für die Mitarbeiterinnen hat eine schöne Umgebung auch etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Hättest du Lust zum Bällebad? Komm, wir gucken. Zieh deine Schuhe an. Emma und Katharina, die ich schon kennenlernen durfte, sind die Ersten, die es ausprobieren. Magst du mal reingehen? Darf ich denn dazukommen? Und hier war. Ob sie das jetzt gruselig findet? Bisher weiß ich sehr wenig über die beiden. Nur, dass sie zu Hause eingesperrt waren. Aber sie spricht noch nicht so viel. Nein. Ich glaube, das ist schwieriger für Kinder mit zwei Sprachen. Früher mein Partner wollte nicht, dass ich auf Russisch spreche mit Tochter. Er wollte nur Deutsch. Ich habe gesagt, nein. Ich habe auch russische Familie. So geht nicht. Das heißt, dein Partner war Deutscher? Ja. Er ist Deutsch. Er ist Deutscher, dein Partner ist Deutscher. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich wusste nur Hallo. Ich kann sagen, ich hatte sehr schwierige Beziehungen. Und ich war schon einmal im Frauenhaus. Also du warst früher. Schon einmal? Ja, ich war 2020. Sie war noch ganz klein. Aber da ich habe noch nicht alles überlegt und nicht alles erlebt, was ich später erlebt. Okay. Ich habe hergekommen, weil ich wollte, dass mein Kind Mama hat. Nicht irgendwo später im Kindheim oder sonst wo. Weil schon, ich glaube, also nicht so lange, aber das kann schon passieren. War so schlimm. War so schlimm? Ja. Katharina hatte Angst, von ihrem Partner getötet zu werden. Der Wunsch, für ihre Tochter da zu sein, überzeugte sie, endgültig zu gehen. Jetzt habe ich ja eben schon mit dem Jobcenter telefoniert und die wollen natürlich einen schriftlichen Antrag haben, was sie für Möbel benötigen.
Ja, für die neue Wohnung. Andrea ist eine der Sozialarbeiterinnen, die den Bewohnerinnen hilft. Heute geht es um Geld für neue Möbel. Viele Frauen wissen nicht, welche Rechte sie haben und dass ihnen staatliche Hilfe zusteht. Das heißt, ein Herd brauchen wir, eine Spüle brauchen wir, einen Kühlschrank brauchen wir. Diese Frau hat gemeinsam mit ihrem Sohn eine neue Wohnung gefunden und will das Frauenhaus verlassen. Die Unterstützung vom Staat beschränkt sich auf ein Minimum. Was brauchen Sie noch? Nein. Also ein Sofa wird vom Jobcenter grundsätzlich nicht genehmigt. Also wir können das aufschreiben, das wird abgelehnt. Ein Sofa wird abgelehnt? Ja, ein Sofa gehört nicht zum notwendigsten Bedarf, weil Sie haben mit Tisch und Stuhl haben Sie die Möglichkeit zu sitzen. Okay, dann machen wir das. Ja, also zwei Stühle, sind zwei Personen und ein Tisch. Also darf ich dich noch mal fragen, warum kannst du durch deine bisherigen Möbel nehmen? Ist es mehr so dieses, du kannst da nicht hin oder willst du sie auch gar nicht haben? Ich will nicht haben. Hm. Warum? Einfach, ich will nicht so da gehen. Das ist so schwer für mich, ja. Darf ich das auch da reinschreiben? Ja. Die Frau beginnt plötzlich zu weinen. Entschuldigung. Mir wird klar, dass ich darüber nachdenken muss, was meine Fragen auslösen. Andrea muss ausführlich begründen, warum die Frau nicht ihre alten Möbel nutzen kann. Die Frau erklärt, dass die Möbel mit schlimmen Erinnerungen an die Gewalt verbunden seien. Ist das für Sie so in Ordnung? Okay. Weil ich habe jetzt versucht, das wiederzugeben, was Sie mir gesagt haben. Ja? Okay, ja. Die Frauen verbringen hier viel Zeit mit Bürokratie. Vor kurzem hatten sie noch ein Zuhause, manche auch einen Job. Das so richtig ist. Jetzt sind sie auf Hilfe angewiesen. Am Abend habe ich die Chance, mit der jüngsten Bewohnerin zu sprechen. Für diesen Film nennen wir sie Maya. Sie ist Anfang 20 und seit 9 Monaten im Frauenhaus. Um was geht's denn in dem Lied? Dass eine wichtige Mensch verloren haben. Vielleicht eine Mutter, eine Freundin, sowas. Aber war sehr wichtig, haben wir sehr geliebt. Aber wir haben verloren. Der Song bedeutet dir auf jeden Fall viel, oder? Genau. Warum? Also, ich habe meinen Freund verloren. Also, weil meine Familie hat mich gezwungen, einen Mann zu heiraten. Und der ist weg. Ja. Also, du hast einen Mann geheiratet, den du eigentlich nicht geliebt hast? Genau. Also, ich bin mit ihm 1 Monat geblieben. Aber war die schlimmste Monat in meinem Leben. Ja. Weil der war sehr böser Mann. Also der hat nicht respektiert, dass ich eine Frau bin. Er hat mich geschlagen, beschimpft und sowas. Aber der ist mit anderen Menschen, also draußen, der ist sehr nett, der perfekte Mann auf der Welt. Und wenn wir die Tür zumachen, dann wird er wie ein Teufel. Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Tag war, als du gesagt hast, jetzt gehe ich, aber jetzt ist der Moment? Ja. Ich habe meinen Vater angerufen, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich will zurückkommen. Und er hat gesagt, okay, kannst du zurückkommen. Dann nach nächster Tag war ich bei meiner Familie. Und das war ganz anders, nicht wie ich gedacht habe. Mein Vater war sehr, sehr sauer. Und er sagt, nein, du musst mit ihm bleiben. Sonst du darfst nicht mit uns bleiben. Dann habe ich gesagt, ich gehe nicht zurück. Egal, was du machst, ich gehe nicht zurück. Dann meint er, dann geh raus. Er hat einfach die Tür aufgemacht, mich rausgeschmissen. Und war sehr, sehr schwierig für mich. Und jetzt? Weiß deine Familie, wo du bist? Nein. Ich habe gar keinen Kontakt mit ihnen. Also seit 1 Jahr, 3 Monate ungefähr habe ich keinen Kontakt. Ich habe versucht, aber ich darf keinen Kontakt mit sie haben. Weil dein Vater das nicht erlaubt? Ja. Und hast du Geschwister? Ich habe 6 Geschwister, aber ich bin die Älteste.
Ich vermisse sie sehr viel. Was hättest du dir von deinem Papa gewünscht, dass er tut? Also der sollte ein richtiger Vater sein. Normalerweise die Eltern sollen uns unterstützen, aber der hat das nicht gemacht und das wird mir verletzt. Es bleibt, ne? Ja. Ich bin sehr traurig geblieben, nicht richtig essen, trinken, gar nichts machen. Ich konnte auch nicht schlafen bis jetzt, also ich bleibe bis 5, 6 Uhr, weil ich erinnere mich, was ich erlebt habe oder sowas. Als ich zum Frauenhaus gekommen war, ein bisschen besser. Ich versuche jetzt immer besser zu kommen. Wenn ich immer in meinem Zimmer bin, also die Angestellten kommen zu mir, die klopfen, die fragen, ob mir gut geht. Das ist auch sehr nett. Wenn sie mit mir spricht, wirkt Maya gut gelaunt. Ich frage mich, was sie mir alles nicht zeigt. Mein dritter Tag im Frauenhaus. Dankeschön. Einmal die Woche ist Teammeeting. Hier geht es darum, wie es den Bewohnerinnen geht und welche Fortschritte es gibt. Die 6 Mitarbeiterinnen unterstützen die Frauen bei der Wohnungssuche oder Behördenfragen. Gleichzeitig sind sie Seelsorgerinnen und versuchen, die Bewohnerinnen wieder aufzubauen. Andrea erzählt von Maya. Die junge Frau, die ich gestern Abend getroffen habe. Ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit ihr. Und in diesem Gespräch hat sie ihre Situation geschildert und geschildert, wie es ihr geht. Sie hat von der schwarzen Wand gesprochen und ganz antriebslos. Da war auch eine Situation, wo sie im Bett gelegen hat und gar nicht reagiert hat, obwohl eine Zimmernachbarin in das Zimmer rein ist und musste die wirklich berühren, damit sie überhaupt reagiert hat, obwohl sie wach war. So. Und dann habe ich in der Klinik angerufen und die Klinik hat aufgrund meiner Schilderung gesagt, ja, auf jeden Fall, das, was Sie sagen, hört sich nach einer schweren Depression an und ich würde die auf die Warteliste setzen. In 4 bis 6 Wochen haben die mir vor 2 Wochen gesagt, es sei denn, es ist ein Notfall. Sie hat in ihrem Zimmer auch einen Zettel hängen, wenn sie jetzt suizidale Gedanken hat, dass sie dann direkt Hilfe bekommt. Aber auch krass, dass jemand so krasse Symptome zeigt und trotzdem heißt es dann 4 bis 6 Wochen. Das ist ja irgendwie ein schlechter Witz. Ja. Letzte Woche war noch der Stand, dass sie in die Klinik möchte. Deshalb wäre es halt wünschenswert, das würde schneller gehen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel in 2 Wochen aufgenommen werden würde, dann wäre das schon gut. Ich helfe mit, das leerstehende Zimmer zu renovieren. Es soll so schnell wie möglich fertig werden, damit bald eine Frau einziehen kann. Insgesamt 30 Frauen fanden im letzten Jahr in diesem Frauenhaus Zuflucht. Manche blieben nur Wochen, andere Monate und wenige mehr als ein Jahr. Das Zimmer wird nicht lange leer bleiben. Auch wenn ich einige Frauen mit Migrationshintergrund hier treffe, die Gewalt betrifft alle gesellschaftlichen Gruppen, egal welche Herkunft oder welches Alter. Stefanie ist mit 66 Jahren die älteste Bewohnerin. Sie hat schon eine Wohnung gefunden und wollte eigentlich ausziehen. Jetzt weigert sich ihr Mann, die Möbel rauszugeben. Er hat dann Stefanies Anwalt geschrieben. Willst du mal vorlesen oder soll ich vorlesen? Ich kann es auch vorlesen. Ja, wenn das okay ist für dich. Ich habe ihr Schreiben erhalten und nehme dazu Stellung. Ich gebe ihr die Kleidung ohne Möbel, wenn sie dabei sind. Ich habe jetzt die Wohnung, weiß nicht, wie ich meine Sachen jetzt aus dem Haus von ihm kriege. Dann könnt ihr jetzt sagen, vielleicht ja Möbel, das ist ja was Materielles. Warum bedeuten dir diese Möbel was? Das ist mein ganzes Leben. Jetzt bin ich 66 Jahre. War schon selbstständig, hab schon Kinder erzogen. Und was bleibt mir? Ich hab nichts. Ich wollte eigentlich nur einen Mann, der mich liebt. Und das hat er ja anfangs, kam ich mir ja auch dann schön. War ich zufrieden, ne? Indem er gesagt hat, er liebt mich und er bedenkt mich dann, wenn was passiert. Ich hab ja eine Situation gehabt.
Hier mit meiner Rente 640 Euro, da kannst du dann nicht existieren. Dann hat er das ausgenutzt, so ein bisschen diese Notlage, die dann da war. Ja. Im Februar haben wir ja geheiratet und da hat er so quasi die Maske runtergerissen. Und dann durfte ich kaum aus dem Haus gehen. Telefonieren durfte ich nicht mit meiner Freundin, je nachdem, oder mit meiner Tante. Dem wäre am liebsten gewesen, ich wäre wie so ein kleines Kind. Über das könnt ihr bestimmen, abends die Zähnchen putzen, die dann immer festhalten und die schwere Arme auf mir. Ich kam mir vor wie so ein Wurm. Das fühlt sich auch irgendwie beklemmend an, wenn du das jetzt erzählst. Ja, das war wirklich. Was war so das Schlimmste an diesem Zusammenleben? Ja, das Schlimmste an dieser Wohnsituation war die sexuelle Forderung. Das hat mich angeekelt, nachher zum guten Schluss. Und konntest du denn sagen, ich möchte das nicht? Also doch, ich habe gesagt, ich habe davon überhaupt nichts. Aber das hat ihn nicht gestört, ne? Mach doch mal. Und also es war schon so ein Druck auch da. Ja, das war ein Druck, unwahrscheinlich. Wenn es Wochenende kam, wusste ich, dass ich länger mit ihm zusammen bin. Ja, das hat mich erdrückt, also psychisch fertig gemacht. Ich kann mich ja nicht selbst umbringen, dazu habe ich keinen Mut. Von Kind an hat mein Vater immer gesagt, wenn du selbst in der Scheiße sitzt, hol dich selber am Kopf und zieh dich wieder raus. Und nur dieser Satz hält mich aufrecht. Ne? Sexuelle Nötigung, psychischer Druck. Stefanie konnte monatelang kaum schlafen. Das Frauenhaus war für sie der einzige Ausweg. Es ist mein vierter Abend. Wenn ich im Hotel bin, fällt es mir schwer abzuschalten. Es ist die eine Sache, über Gewalt an Frauen zu lesen und die andere, den Betroffenen gegenüber zu sitzen. Ich finde es nicht fair. Die Frauen haben keine Schuld an dem, was passiert ist. Aber sie zahlen den Preis, müssen sich ein komplett neues Leben aufbauen. Hier ist unsere Waschküche. Jetzt müssen wir das alles aufräumen. Zum ersten Mal treffe ich Katharina ohne ihre Tochter. Okay, wo fangen wir denn an? Erst gucke ich, dass hier also nicht ganze Pulver drin bleibt. Mhm. Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir erzählt, dass sie vor 2 Jahren schon mal in einem Frauenhaus war. Viele brauchen mehrere Anläufe, bevor sie die gewalttätige Beziehung endgültig beenden. Ich frage mich, warum sie damals zurück zu ihrem Mann gegangen ist. Wenn ich war noch im Frauenhaus da, er hat so gut geschrieben, so schön geschrieben, also Geld geschickt, so und unterstützt uns. Ich habe gedacht, vielleicht er hat Fehler gemacht einfach. Er hat mir so zu viel gesagt, ich ändere mich, ich mache das alles anderes. Ich will meine Familie zurückhaben. Ich habe geglaubt. Was geglaubt? Dass er könnte noch etwas anderes machen. Aber wenn wir nach Hause gekommen, das war losgegangen. Dann hat er mich sehr festgeschlagen. Ich hatte bis jetzt noch diese Blauflecken, so nach 2 Jahren. Ja, ich habe gedacht, er hat meine Bein kaputt gemacht. Also er hat. Wo hat er dich hingeschlagen? Hier. Also ich kann noch sehen. Mhm. Ich könnte wirklich nicht gehen. Und das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Er hat gesagt, du hast schönes Geschenk gekriegt. Ich sage, ja, schönes. Er hat dich geschlagen vor deinem Geburtstag und hat dann gesagt, schönes Geschenk. Ist ja irgendwie ein bisschen krank. Ja, er ist psychisch krank. Wann hattest du denn Angst, das erste Mal, dass er dich wirklich umbringen könnte? Er hat sehr viel Müll immer geredet, aber alles, was ich glaube, was alles möglich. Und er hat von anderen Zimmer gelaufen auf mich, so schnell das war alles. Und mit
Mit der Faust? Mit der Faust, meine Augen getroffen. Da war viel Blut. Er hat seine Familie angerufen, hat gesagt, ich habe sie so totgeschlagen. Sie blutet jetzt wie ein Schwein, aber sie hat das verdient. Und so. Er hat seine Familie angerufen. Er war so stolz. Er hat so stolz geredet und er hat gesagt, sie muss noch froh sein, dass sie noch lebt. Er hat mir gesagt, einmal kommt Tag, wenn ich dich umbringe. Und das passiert, das schwöre ich dir. Ich habe gesagt, warum? Ja, weil du anders nicht verdient. Und dies, was er hat mir gesagt, ich habe jeden Tag mir im Kopf wiederholt. Deswegen ich sage, besser Kind wenigstens Mama hat, als gar keine. Ja. Du erzählst mir so krasse Sachen, was dir passiert ist. Und du stehst hier trotzdem. Du stehst ja hier und du bist so toll mit deiner Tochter. Woher nimmst du diese ganze Kraft, dass du das so durchhältst hier und so stark bist? Puh. Also mich wundert sehr, aber dass ich habe keinen Tag geweint. Mir so gut geht, dass ich bin endlich raus von dieser Kacke. Ja, weil so leben, so muss gar kein Mensch leben. Denke noch lange über das nach, was Katharina erzählt hat. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Das Zimmer ist bereit für den Einzug. Ich frage mich, wie schnell es gehen wird. Ich stelle mir vor, dass irgendwo eine Frau den Entschluss fasst zu gehen. Was lässt sie hinter sich? Also das ist diese Internetseite, ja, wo du die freien Häuser sehen kannst. Das und wenn jetzt, also jede Frau, die das wüsste, könnte jetzt diese Seite sehen und könnte dann sehen, wo ist rot, wo ist grün. Ja, genau. Das ist ja schon ganz schön viel Rot auf jeden Fall. Ja, gestern war gar keins grün. Die Karte soll Frauen und Sozialarbeiterinnen helfen, freie Plätze zu finden. Wenn Alexandra das Zimmer einstellt, wird es einer der wenigen grünen Punkte auf der Karte sein. Kommt das häufig vor, dass ihr ein Zimmer frei habt und dass du das freischalten kannst? In den letzten Monaten gar nicht. Wir sind fast immer komplett voll belegt und haben oft schon Anfragen vorher. Und dass Frauen auch sagen, okay, ich lebe jetzt so lange in dieser Krisensituation, ich kann jetzt auch noch ein, zwei Wochen warten auf den Platz und dann wirklich gezielt kommen. Das heißt, es gibt Frauen, die bleiben in dieser Krisensituation, weil hier noch kein Platz ist. Ja, das kommt oft vor. Wir klären das natürlich im Telefongespräch ab, wenn eine Frau hier anruft und fragt nach einem Platz und ich kann ihr sagen, ja, in ein, zwei Wochen besteht bei uns die Chance. Dann frage ich natürlich nach, wie ist die Situation? Und wenn die Frau ganz akut weg muss, wenn sie sagt, ich brauche heute sofort einen Platz, dann mache ich mich auf die Suche nach einem Platz in einem anderen Frauenhaus. Aber das sind schon oft mehrere Anrufe, bis man dann wirklich einen Frauenhausplatz gefunden hat und auch zum Teil kann das sehr weit weg sein, was die Frauen wirklich einen weiten Weg auf sich nehmen müssen. Mehrmals die Woche müssen die Mitarbeiterinnen Frauen abweisen. Aber denkst du dann manchmal darüber noch nach? Ich hoffe, die findet jetzt was oder so, dass das mit dir mitgeht? Also meistens nicht. Wenn ich da ständig drüber nachdenken würde, das wäre nicht zu verkraften, denke ich mal. Ich denke mal, wir sind für die Frauen da, die hier sind. Wir haben Platz für 7 Frauen und die können wir hier gut betreuen und die Rahmenbedingungen habe ich nicht geschaffen. Manchmal, wenn Zahlen veröffentlicht werden, dann habe ich auch so das Gefühl, jetzt geht mal ein Raunen durch die Gesellschaft. So viele Frauen werden im Jahr ermordet von ihren Partnern. Wie kann denn das sein? Es folgen aber wenige Konsequenzen daraus. Sobald es dann darum geht, ja, wir brauchen mehr Plätze, das heißt ja auch, wir brauchen mehr Geld, dann ist die Bereitschaft, wirklich etwas zu tun,
ja, lässt die auf einmal sehr nach. Das geht sogar vier. Alexandra stellt das renovierte Zimmer jetzt ein. Ich bin gespannt, ob ich noch da bin, wenn der Anruf kommt. Noch, ja, kann schnell passieren. Ja. Sag Bescheid. Ja. Mein fünfter Tag im Frauenhaus. Ich mache mit bei der Kunsttherapie. Die Therapeutin hilft jeder Frau dabei, ein Selbstporträt zu malen. Es geht darum, das Innere und Äußere zu malen. Also wie wir uns selbst sehen und was wir uns für unser Umfeld wünschen. Deine Aufgabe ist ja jetzt, dass du erstmal alles drumherum malst. Und dann malst du ja die Person innen und dann fühlt sich das nach deinen Bedürfnissen, ne? Wie es dann richtig ist. Morgen! Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Also ihr habt eure Bilder wieder zum Weiterarbeiten, ne? Die Kunsttherapie soll das Selbstbewusstsein der Frauen stärken. Monate oder sogar jahrelang haben die gewalttätigen Männer darüber bestimmt, wie die Frauen sich sehen. Jetzt sollen sie selbst bestimmen. Ich treffe die 66-jährige Stefanie wieder. Die Frau, die ihre Möbel von ihrem Mann noch nicht wiederbekommen konnte. Du hattest mir das erzählt, dass du erst ein bedrückendes Umfeld gemalt hast. Ja, kannst du mal erklären, wie es vorher aussah und was du jetzt verändert hast? Das war alles rot. Hier das. Mhm. Und da habe ich ja weiß drüber gemacht. Ne? Warum? Weil das war wie so eine... Drückt. Ja, so, es hat so gedrückt, wie so eine Wand. Das war mir zu krass. Habe ich unwillkürlich gemalt und das hat ja quasi mein Inneres wieder gespiegelt. Wie hat sich dieser Schritt angefühlt? Besser. Ja, das war dann leichter. Ne? Jetzt müsste ich eigentlich alles schwarz malen, aber das wollte ich auch nicht. Deshalb wollte ich mit Gelb meine Schwärze nicht darlegen. Überdecken ein bisschen, ja, ja, ne? Ja, das Schwarze, wie es ja in mir aussieht, vertuschen. Auch Katharina macht mit bei der Kunsttherapie. Sie ist fast fertig mit ihrem Selbstporträt. Am Anfang, ich weiß nicht, was ich soll malen. Und dann, ich habe Farbe geholt und einfach so gemalt. Einfach wie von Körper kommt. Und es sieht komisch aus, aber das viel, viel bedeutet. Hier in meinem Herz, ich entscheide mich, frei zu sein. Wie geht's dir jetzt? Gut. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich habe das alles gesucht, ich will weinen, weiß nicht warum. Keine Ahnung, jetzt auch. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Aber so gut, dass du willst weinen. Ja, wie schön. Ja. Wow, schön. Vielen Dank. Gut gemacht. Nicht meine. Alles geht aber herrlich, wirklich herrlich. Als Spende bekommt das Frauenhaus auch Kleidung. Einmal die Woche können sich die Frauen etwas aussuchen. Ich treffe Maja wieder, die aus ihrer Zwangsehe geflohen ist. Oh mein Gott, wie schön, wow. Mich mal anhalten. Ja, das ist doch ganz schön, der Teil, ja? Ja, wenn ich anziehe, bestimmt schon. Ja, ist doch gut. Ich glaube, das passt. Sieht auf jeden Fall schön aus. Kannst du dich noch erinnern, als du gepackt hast zum Gehen, was du da eingepackt hast? Also ich habe nicht gepackt. Ich war einfach draußen, wir haben Probleme gehabt. Dann bin ich schnell draußen gegangen und dann meiner Familie haben meine Kleidung gegeben. Also nach einem Monat. Einen Monat? Ganz wenig. Ganz wenig? Genau. Was haben sie dir geschickt? Was zum Schlafen, was ich gar nichts benutzen. Extra haben die so gemacht. Extra haben die das so gemacht, warum? Die wollen einfach nur nerven, ja. Damit du nicht rausgehst, oder? Die denken so, aber ich kann alles machen, was ich will. Allah, Allah. Ach so, die denken, wenn sie dir nichts schicken,
um rauszugehen, dass du dann auch nicht rausgehst. Genau. Immer wieder lacht Maya kurz. Vielleicht ihre Art, mit der Situation umzugehen. Ist es jetzt schwer, daran zu denken? Wenn ich das jetzt frage, ist es doof? Nein. Ist okay. Aber cool. Trotz der ganzen schweren Geschichten. Das Frauenhaus ist kein trauriger Ort. Es gibt auch ausgelassene Momente. Es schwingt die Hoffnung mit, dass alles besser wird. Es ist gerade ein bisschen kompliziert. Nur 2 Stunden, nachdem wir gestern den Platz im Internet freigeschaltet haben, hat eine Frau angerufen. Sie ist schon auf dem Weg. Also bei mir steigt jetzt schon so ein bisschen die Aufregung, wie das wird. Ja. Und was weißt du jetzt über die Frau, die heute kommt? Ich weiß, dass sie ein 2-jähriges Kind hat, dass sie schon in einer eigenen Wohnung gelebt hat, die jetzt aufgelöst hat, weil sie noch mal mit dem Mann probieren möchte und eigentlich am ersten Tag, als sie zurückkam, schon gemerkt hat, das funktioniert gar nicht und sie deswegen jetzt so schnell wie möglich wieder weg wollte. Ja. Hallo, guten hey. Morgen. Die neue Bewohnerin ist da. Ah. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Haben Sie gut hergefunden? Ja. Gut. Ja, dann zeige ich Ihnen jetzt erstmal, wo Sie wohnen können. Okay. Ja? Ich muss nur meinen Schlüssel holen. Ich habe auch noch viele Sachen. Sollen wir schon was mit hochtragen dann? Erst zum Auto oder das schon mal hochtragen? Ja, das schon. Ja. Das ist Ihr Bett? Also Sie dürfen sich auch ein anderes Bett aussuchen, wenn Sie lieber. Der schläft immer neben mir, deswegen. Und das Zimmer ist auch für Sie alleine, also da wird nicht noch jemand mit einziehen. Ach so, okay. Ja. Wenn Sie noch Bettwäsche brauchen, hier ist also auch noch Bettwäsche drin. Falls Sie irgendwie eine zweite Decke, zweites Kissen für ihn brauchen. Okay. Ja. Reicht das für dich? Oh, aufregend, ne? Ja. Neue Umgebung. Geradeaus, genau gegenüber. Das Zimmer ist offen, da können Sie immer mit ihm hochgehen, wenn Sie mögen. Das gefällt mir, oder? Ja, das ist toll da drin. Komm, 1, 2, 3. Okay. Ja, ich kann auch mit ihm hier bleiben. Ja? Meinen Sie, er bleibt bei mir? Ja. Ja. Ja, gut. Ist jetzt Ihr erster Eindruck? Also, ich fühle mich noch ein bisschen fremd, muss ich sagen. Ich hoffe, ich verstehe mich auch mit anderen Frauen. Das ist mir sehr wichtig. Ja, aber ansonsten ist mir wichtig, dass ich und mein Sohn erstmal hier sind und wir unsere Ruhe haben. Ja. Hattest du Angst, ins Frauenhaus zu gehen? War das so, dass ja, du dachtest? Auch. Ja. Warum? Weil ich Angst habe, nicht, dass er mich jetzt überall findet oder sucht. Und ich bin jetzt hier alleine. Ich bin auch weit weg von meiner Familie. Und dann kann er jetzt mich alleine jetzt direkt greifen und mit mir was machen. Also ich habe schon ein bisschen Angst. Aber ich bin auch, in einer Seite fühle ich mich sicher, aber wenn ich nur drin bin. Wenn ich draußen gehen würde, da würde ich ein bisschen Angst haben. Also das heißt jetzt, du würdest schon jetzt eher erstmal hier drinnen bleiben? Ja, das okay. Erstmal, ja. Hattest du nicht... Bis er sich dann beruhigt. Bis er sich beruhigt? Ja. Weiß er denn jetzt schon, dass ihr weg seid? Ich glaube schon, weil ich habe jetzt mein Handy seit 9 Uhr aus und er weiß, dass ich beim Kinderarzt war und er wollte halt jetzt fragen, wie es dem Kleinen geht. Ich glaube schon, dass er bemerkt hat. Hatten Sie nicht auch Angst beim Packen? Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt die Sachen packt, dass man die ganze Zeit denkt, ja, kommt er jetzt rein? Ja, hatte ich auch. Ich hatte richtig Adrenalin. Ich habe gestern angefangen zu zittern. Ich konnte gestern gar nichts essen. Ich habe den Kleinen Gott sei Dank bei der Nachbarin abgegeben, dass ich da meine Ruhe habe zum Einpacken. Und die Säcke habe ich alle unter dem Keller versteckt, dass er das nicht sieht, weil mein Auto ist ja draußen am Parken und er sieht es ja dann vom Fenster aus. Da musste ich dann heute Morgen die restlichen Säcke noch alles im Auto noch machen. Darf ich fragen,
Was passiert ist, dass Sie gedacht haben, Sie müssen da raus aus dieser Situation? Also das war am Anfang so. Ich bin jetzt mittlerweile mit ihm seit 3 Jahren zusammen. Mhm. So, wir haben uns kennengelernt auf einer Facebook-Seite. Dann hat er mir alles schön vorgespielt und alles wäre schön und gut. Aber dann, als er bei mir eingezogen ist, hat er dann angefangen, mich zu schlagen, mich mit Kissen meine Luft anzuhalten, weil ich das nicht gemacht habe, wie er es haben will. Und ich dürfte nie raus, ohne Bescheid zu sagen. Ja, und der Kleine wurde auch geschlagen von ihm. Der hat auch schon Panikattacken, wenn man ihm so mit dem Finger Nein sagt, dann macht er so, zuckt er, weil er Angst hat, dass ich schon auch was tue. Dann umarme ich ihn, dann sage ich, nein, alles gut, Mama will dir nichts machen. Und ich will das nicht, dass er das als normal nimmt, mit Schlägen, mit Schreien, mit Ängste. Das möchte ich nicht. Mein letzter Tag mit den Frauen. Ab und zu organisieren die Mitarbeiterinnen Ausflüge. Es fühlt sich komisch an, jetzt zu gehen und nicht zu wissen, wie es für die Frauen weitergehen wird. Ob sie das erreichen, was sie sich wünschen? Wie entlässt du die Frauen nach der Zeit bei euch? Mit dem guten Gefühl. Ich freue mich, wenn es für die Frauen weitergeht. Die meisten waren ja schon eine ganze Zeit bei uns. Und dass die Frau vielleicht Arbeit gefunden hat, dass das Kind einen guten Weg nimmt. Da bin ich schon manchmal stolz auf diese Kinder. Weil ich auch weiß, unter welchen Bedingungen haben die sich da durchgekämpft in ihrer Zukunft. Und wie gut haben die Mütter es geschafft, sie so zu stärken, dass sie diesen Weg gehen können. Auch die neue Frau und der kleine Junge sind dabei. Wie wird es wohl für sie weitergehen? Jede der Frauen hat ihre eigene Herausforderung. Katharina und Emma haben gerade angefangen, nach einer Wohnung zu suchen. Mit welchem Gefühl denkst du an die Zeit nach dem Frauenhaus? Komische. So, und ich habe große Sorgen. Dass ich muss weitergehen, also ohne, dass jemand immer da. Aber das ist ein ganz großer Schritt für weitere Leben, also. Den du gehen musst, ne? Ja. Wenn du jemandem sagen müsstest, für was das Frauenhaus in deinem Leben steht, wie würdest du das beschreiben? Dass du kriegst deine Ruhe. Du kriegst deine Freiheit. Also das ist ein ganz großer Schritt, welche Frau macht in ihrem Leben, in ihrem Freileben. Das ist ganz nicht schlimm und für mich ganz nicht peinlich, dass ich sage zum Beispiel für jemanden, dass ich war im Frauenhaus. Nicht für mich das peinlich, muss peinlich sein für einen Mann. Ich bin sogar stolz, dass ich habe diese Schritte gemacht. Wirklich. Endlich. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories. Where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true. Ich hätte mir einen Neuanfang gewünscht für jede Frau. Aber so einfach ist es nicht. In 7 Tagen durfte ich Frauen kennenlernen, die mich beeindruckt haben. Das Frauenhaus ist nicht nur ein sicherer Ort, sondern gibt ihnen die Hilfe, die sie brauchen. Ich frage mich, ob eine Frau, die selbst von Gewalt betroffen ist, diesen Film sehen wird und vielleicht den Entschluss fasst, zu gehen.